Die Schmale Maschinenbau GmbH aus Altena versteht sich als Ingenieurbüro mit angeschlossenem Maschinenbau. Seit 50 Jahren planen, konzipieren, entwickeln und bauen wir Maschinen für die Bearbeitung von Draht, Rohr und Band. Für unsere Kunden in Deutschland, Europa und den USA. Bei uns gibt es keine Lösung von der Stange, denn wir sind anders. Ja, genau. Zu Beginn eines neuen Projekts analysieren wir das individuelle Fertigungsproblem unserer Kunden bis ins kleinste Detail. Unser Entwicklerteam denkt über die jeweiligen Projektgrenzen hinaus, sucht nach Optimierungspotenzialen, zum Beispiel beim Rohmaterial oder der Energieeinsparung, und schnürt für jedes individuelle Fertigungsproblem ein passgenaues Technologiepaket. Dabei kann jede von uns genutzte Fertigungstechnologie nach dem Baukastenprinzip mit anderen kombiniert werden. Unsere Produktionsanlagen werden individuell für die speziellen Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Draht-, Rohr- und Bandverarbeitung konstruiert. Damit unterscheiden wir uns vom Wettbewerb, denn wir sind anders. Schon bei der Planung berücksichtigen wir mögliche spätere Ausbaustufen der Anlage, so dass wir unseren Kunden stets eine hochproduktive und zukunftsfähige Lösung übergeben. Unsere Anlagen sollen über Jahrzehnte zuverlässig produzieren und eine Modernisierung darf auch nach langer Betriebszeit noch wirtschaftlich sein. Die optimierte Steuerung unserer servoelektrischen Antriebe ist ein wichtiger Bestandteil der innovativen Anlagentechnik. Dabei haben wir durch den konsequenten Einsatz energieeffizienter Technologien Maßstäbe gesetzt. So benötigen die Bearbeitungszentren der Schmale Maschinenbau GmbH ca. 50% weniger Energie als viele Anlagen von Mitbewerbern. Wir realisieren für Sie Komplettlösungen. Von modular aufgebauten Bearbeitungszentren bis zu speziell zugeschnittenen Sonderlösungen. Mit unserem fortschrittlichen Steuerungsbau, durch intelligente Automatisierung und Vernetzung von unterschiedlichsten Arbeitsschritten in unseren Anlagen, bewegen wir uns mit großen Schritten in Richtung Industrie 4.0. Denn für uns gilt, Grenzen zu überschreiten, hängt davon ab, wo man sie zieht.